ist auch schön und richtig. Aber einen Atheisten kann man nicht mit einem Koran überzeugen. Ein Atheist muss man wissenschaftlich überzeugen. Also das heißt, wir sind bereit auf eine wissenschaftliche Diskussion, wir sind bereit, Fakten auf den Tisch zu legen, dass wir uns umwerfen, ohne dass wir jetzt gegenseitig. An den Universitäten beigebracht, als ob das eine Wissenschaft ist. Und das wird auch untermauert mit angeblichen Beweisen. Zu den Beweisen komme ich gleich. Sie werden Schock kriegen, was jetzt ein Beweis sein soll. Jetzt kann man ja ein bisschen, also da können Sie richtig entspannen. Also es war erst ein Dinosaurier, ja, und hieß die Fliege. Ein Dinosaurier, die Frage davon, wie viel Fliege müsste so ein Dinosaurier essen, damit es überhaupt satt wird? Das ist ja auch eine andere Frage, aber. letzte Mal in München hat jemand von den Zuhörern gefragt, ja, haben die sich denn nie überlegt, wie die Fliege entstanden ist? Auch eine interessante Frage. Also die Fliege kann schon fliegen, aber den Lauf der Evolutionisten müsste erstmal die Dinosaurier in der Evolution durchgehen, damit sie selbst fliegen kann. Also die Geschichte geht folgendermaßen. Erst war da ein Dinosaurier, wollte Fliege essen und ist hinter der Fliege hergerannt. Und hat die natürlich nicht gekriegt und dann wurde es immer motivierter und irgendwann hat es dann die Ärmel noch weiter, breiter. Dann entstanden da Flügel im mittleren Bereich eben auch. Und irgendwann war es dann ein Vogel am Fliegen und hat dann die Fliege gefangen und gefressen. Darwin sagt, das sind die Vorfahren von diesen Walen. Das ist ungelogen, er sagt das. Und er sagt das sogar mit einer Sprache, da sagt die Fliege überhaupt kein Problem. Was habt ihr denn eigentlich? Das funktioniert doch. Ich kann kein Problem damit erkennen, dass sich eine Bärenrasse durch natürliche Selektion in Gestalt und Verhalten mehr und mehr dem Wasser anpasst, mit immer größer werdenden Mäulern, bis eine Kreatur so riesig wie der Wal dabei ist. Ich möchte Sie einladen, die Sachen mal rationell, wissenschaftlich mal anzuschauen. Ich möchte Sie dazu einladen, dass Sie nicht jede Geschichte einfach so glauben, was an der Universität erzählt wird oder an der Schule erzählt wird.